Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Den Volvo XC40 P8 AWD Recharge haben wir euch bereits in einem Ersteindruck damals auf der Presseveranstaltung in Frankfurt gezeigt. Jetzt hatte ich ihn 2 Wochen zum Testen, um euch hier in diesem Alltagstest alles rund um das Fahrzeug zu erzählen, zu sagen, wie es ist, mit ihm auf Langstrecke zu sein. Nicht ganz, denn dazu gibt es ein eigenes Video, verlinke ich euch mal da oben, denn ich bin mit dem Fahrzeug bis nach Hamburg und zurückgefahren, insgesamt über 2000 Kilometer. Das gibt es im Extra-Video, hier gibt es jetzt den gewohnten Alltagstest. Wie schon damals bei der Presseveranstaltung haben wir das Fahrzeug in meiner Lieblingsfarbe, diesem wunderschönen Grün, und gerade durch diesen geschlossenen Grill kommt die Farbe meiner Meinung nach noch mal besser rüber. Was ja aber anders ist zum damaligen Fahrzeug, wir haben jetzt hier unten so eine silberne Spange. Ich konnte ehrlich gesagt im Konfigurator gar nicht finden, wie man die dazu bekommt, und auch dort in sämtlichen Konfigurationen war das nie dabei. Findet ihr es? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich finde auf jeden Fall, dass es cool aussieht, gerade auch gepaart mit den mit den Elementen an der Seite im gleichen Look, sieht es nochmal Offroad-artiger aus und gefällt mir sehr gut. Jetzt gibt's hier aber erst einmal, wie gewohnt, das Roundup. Die Front steht sehr massiv da, auch wenn sie direkt vermuten lässt, dass der Verbrauch dementsprechend relativ hoch sein sollte. Mir persönlich gefällt dieser geschlossene Grill hier bei der Sage-grünen Variante sehr, sehr gut. Die dezenten Lufteinlässe darunter machen das Gesamtbild perfekt. Die Seitenansicht ist auch gut gelungen, auch wenn die Überhänge hier relativ klein sind und das, obwohl das Fahrzeug ja nicht auf einer reinen elektrischen Plattform steht. Von hinten ist der dahingehend eher ein wenig schlicht mit dieser klassischen Heckklappe und dem großen Volvo-Schriftzug. Unten haben wir dann die angesprochenen Metallelemente und ja, das ist wirklich Metall, und bei Volvo darf natürlich auch das hochkant stehende Rücklicht nicht fehlen. Kleine Schriftzüge von XC40 bis hin zu Recharge, aber auch Twin Engine dürfen überall seinen Platz finden. Insgesamt ist das ein sehr, sehr schönes Design, nicht zu aufdringlich, und das, obwohl wir ja hier jetzt wirklich nicht die unauffälligste Farbe Variante haben. Es ist ein SUV und deswegen müssen wir natürlich auch über den Kofferraum reden, denn ihr wollt den Platz, nicht nur im Innenraum, sondern auch im Kofferraum, und da bietet der einiges. Wir hatten jetzt im Urlaub 3 große Koffer dabei, also hier hochkant stehend, ja, große Reisekoffer passen da locker hinein, und ihr habt auch hier für den Alltag eine clevere Lösung, einfach das Ding hochklappen, dann ist das Ganze so ein bisschen geteilt, ihr könnt eher eure Einkaufstüten ranhängen, finde ich persönlich wirklich cool gelöst. Darunter ist nicht zu viel Platz, aber insgesamt ist wirklich genügend Stauraum und es sieht alles sehr, sehr gut aus. Das Ganze hat aber natürlich seinen Preis. Das Fahrzeug, so wie es da steht, kostet ungefähr 57.000 Euro. Und da ist die Umweltprämie von 7.500 Euro, denn der kostet in der Liste mehr als 40.000 Euro, schon abgezogen. Und das ist echt eine stattliche Summe Geld. Aber wir haben mit InstaDrive einen Kanalpartner, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, wo ihr E-Autos easen könnt. Und das ist der einfachste Weg, ein E-Auto zu leasen mit allen, ja, Kosten drin. Das heißt Werkstattkosten, aber auch, ja, eure Versicherung beispielsweise, alles in einem Paket. Schaut da unten gerne mal vorbei, und mit dem Code Jonas bzw. unten über den Link bekommt ihr 5000 Freikilometer. Also das lohnt sich wirklich, und gerade so ein großes, teures Fahrzeug, aber auch andere, könnt ihr da mal vergleichen. Eine Sache, die natürlich nicht fehlen darf beim Roundup, ist der Frunk. Und wenn wir schon einen haben, dann zeige ich euch den natürlich. Einziges Manko daran, ich muss hier unten reinklettern, um den zu öffnen. Gerade wenn ich am Straßenrand stehe und hier die Autos vorbeifahren, da reinzuklettern ist echt nicht so cool. Auf meinem Roadtrip nach Hamburg war das auch der Fall, und dann musste ich echt das eine Mal eine ganze Ampelphase warten, bis ich da unten rein konnte. Dann können wir hier aber öffnen, und obwohl es eine Mischplattform ist, also auch bei Verbrenner hier drauf basieren, gibt es einen Frunk, und das finde ich richtig cool. Da könnte ich mich ja zu sehr drüber freuen und alle mit nerven, dass es den gibt. Hier könnt ihr dann beispielsweise euer Ladekabel hineinpacken. Volvo liefert euch sogar eine schicke Tasche dazu, wo dann das Ladekabel hinein kann. Ist die Frage, ob man das im Alltag macht. Aber gerade wenn es dann anfängt zu regnen, heute war so ein Tag, wo Sonne und Regen sich abgewechselt haben, und dann so ein, ja, schmuddeliges Kabel hier vorne reinzuwerfen, statt hinten auf den Rücksitz oder auch in den Kofferraum, finde ich richtig gut, und dass da Volvo mitgedacht hat, ist sehr, sehr clever. Einziges Manko, oder nächstes Manko, ihr müsst diese Motorhaube richtig zuschlagen. Denn wenn ihr das nicht macht, dann bleibt die auf der einen oder anderen Seite offen. Hatten wir eventuell auch beim Roadtrip, und dann stand die hier so ein bisschen oben, hat geflattert. Da müsst ihr drauf achten, denn das erkennt dann auch nicht der Sensor. Aber an sich finde ich es richtig cool, dass der verbaut ist.
Der Innenraum des Volvo erinnert natürlich an seine Verbrennerbrüder. Wir haben hier zwar ein digitales Kombi, was mir persönlich gut gefällt, und ein hochstehendes Display. Einzig, was hier drin anders ist, ist die Software, und die erkläre ich euch jetzt mal. Denn hier ist Android Automotive installiert. Das ist nicht Android Auto, was ihr beispielsweise kennt, wenn ihr euer Android-Telefon hier anstecken würdet, sondern hier ist eine Oberfläche, wie wir es beispielsweise von Tablets kennen. Ihr habt hier Google Maps installiert, ihr habt verschiedene Apps, wie jetzt auch Spotify, was ich ziemlich cool finde, denn hier könnt ihr jetzt einfach euer normales Interface haben, könnt eure Playlists hier drauf spielen und könnt euch hier ganz normal einloggen oder eben auch hier unten den Play Store nutzen. Zugegebenermaßen ist hier aktuell leider immer noch nicht mehr hinterlegt, als es damals noch zum Launch war. Da müssen jetzt die Entwickler noch nachlegen. Ihr könnt jetzt aber beispielsweise hier die ARD-Audiothek hinterlegen, um Podcasts zu hören. Und wir haben hier dann natürlich auch Google Maps, und das ist so ins Auto integriert, dass jetzt hier beispielsweise auch der Ladestand und eben hier auch Ladestationen hinterlegt sind. Das Ganze im Stand zu erklären ist gut und schön, aber bei Fahrt macht das natürlich mehr Sinn. Davor gehen wir aber noch einmal kurz detailliert auf den Innenraum ein. Dieser ist sehr, sehr dunkel gestaltet. Mir gefällt aber die Materialwahl aus ziemlich rauen Materialien, aber auch den Stoffsitzen und diesen Dekoreinlagen in der Tür. Insgesamt macht das einen sehr, sehr wertigen Charakter. Das Display hinter dem Lenkrad ist persönlich eins meiner liebsten. Das in der Mitte ist sehr anfällig für Fingerabdrücke, genauso wie das umrandete Klavierlackdesign. Das Lenkrad fässt sich sehr gut an. Das Ganze ist wirklich insgesamt sehr, sehr wertig. Der Schaltknüppel ist ungewöhnlich groß für ein Elektroauto, aber gut, dass die Plattform natürlich dahinter steht. Was ich sehr cool finde, ist der Mülleimer in der Mittelarmlehne. Diesen könnt ihr separat rausnehmen, um ihn dann eben auszuleeren. Und gerade in einem E-Auto gefällt mir sowas immer sehr, sehr gut, da ihr eben dann unterwegs euren Müll an der Ladesäule oder so einfach hineinlegen könnt und nicht einen Mülleimer aufsuchen müsst. Ein cooles Feature ist außerdem noch das Umklappen der Kopfstützen, denn diese versperren normalerweise nach hinten sehr den Weg. Wenn sie das dann eben nicht mehr tun sollen, könnt ihr sie elektrisch umklappen. Dieses riesige Glas-Panoramadach gefällt mir sehr gut. Es lässt sich auch öffnen, ist also ein Schiebedach, und ihr habt hinten auf den beiden äußeren Sitzen relativ viel Platz, auch wenn man das in der Mitte nicht sagen kann, da ihr eben noch einen Kardantunnel habt. Aber auch diese Materialwahl in den Türeinlegern gefällt mir gut. Jetzt kommen wir aber dann doch einmal, wie angekündigt, zum Infotainment-System. Denn wenn ihr unterwegs seid, wollt ihr dieses ja blind bedienen können. Wir starten dabei aber mit der Routenplanung. Wir geben jetzt einfach mal die Strecke von hier nach Hamburg ein, um zu sehen, was das Fahrzeug macht. Das Ganze basiert ja, wie angekündigt, auf Google Maps, und ihr bekommt dann hier die entsprechenden Ladepunkte für die Strecke. Und das sehr, sehr intelligent. Denn das ganze Fahrzeug zeigt hier an, mit wie viel Prozent ihr an welcher Ladesäule ankommt, wie lange ihr dort laden müsst, und berücksichtigt auch, ob die Ladepunkte eben funktionieren und verfügbar sind. Das heißt, ihr bekommt eine direkte Anzeige, wie viele von den angebotenen Ladepunkten dann jeweils verfügbar sind. Hier zum Beispiel 4 von 4, und ihr bekommt eben auch noch die Geschwindigkeit des Ladens. Das ist insgesamt sehr, sehr hilfreich, und gerade auf Langstrecke ist das essentiell bei einem E-Auto. Das vorhin angesprochene Fahrerinfo-Display ist sehr, sehr liebevoll und sehr minimalistisch gestaltet. Ich hätte gern noch eine zweite Ebene, wo ich durch Umschalten verschiedene Anzeigen anzeigen lassen kann. Das Ganze funktioniert jetzt hier nicht. Ihr habt immer die Karte oder nur einen einfachen Navi-Pfeil. Die Fahrerassistenzsysteme wissen aber zu überzeugen. Ihr habt einen klassischen Spurhalteassistent, ihr habt aber auch einen aktiven Spurhalteassistent, und gepaart mit dem adaptiven Tempomat ist das quasi eine Art pilotiertes Fahren, so wie Volvo das auch ein Stück weit nennt. Im Navi habt ihr ansonsten sämtliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich finde das Ganze sehr gut flüssig und schön strukturiert. Es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Ticken zu minimalistisch, gerade diese Übersicht, wenn ihr nur diese vier großen Kacheln habt, auch dass ihr diese nicht anpassen könnt. Hier habt ihr aber beispielsweise jetzt die Musiksteuerung über Bluetooth, denn Apple CarPlay oder Android Auto kann dieses System nicht unterstützen, denn es hat ja eben wie angekündigt Android Automotive drauf. Ihr könnt dann aber eine der vorhin gezeigten Apps wählen, um beispielsweise Musik dann eben lieber über Spotify abspielen lassen zu können. Das Ganze ist sehr, sehr gut integriert. Mir gefällt sowohl die Optik als auch die Umsetzung, und das Ganze ist dementsprechend tief im System verankert, funktioniert aber auch so, wie man es dann eben bei dieser tiefen Integrierung erwarten würde. Ein, zwei Kleinigkeiten sind mir dann im System aber aufgefallen. Zum Beispiel baut sich die Karte teilweise komisch auf, das Ganze aber auch im Fahrerinfo-Display. Da habt ihr einfach kleine Versatzzeiten. Das liegt aber wahrscheinlich, davon gehe ich zumindest aus, an der Internetverbindung. Egal ob jetzt hier auf so einer Stadtautobahn, in der Stadt oder dann eben auch auf Langstrecke, das Fahrzeug macht wirklich Freude. Nicht zuletzt auch wegen den 408 PS, die einen regelrecht in den Sitz drücken, wenn man es dann mal macht und einen wirklich nach vorne schießt. Das kann das Fahrzeug richtig gut, dieser Punch
ist da einfach sofort da und macht richtig Laune. 204 PS auf der vorderen Achse und 204 PS eben hinten. Ja, beschleunigen so schnell und das macht einfach richtig, richtig Spaß. Einzig daran fehlt mir so ein bisschen, ja, verschiedene Fahrmodi einstellen zu können. Also ich hätte gerne einen Eco-Modus und auch noch einen Sportmodus und vielleicht auch einen Normalmodus oder einen Komfortmodus, wo ich einfach hin und her wechseln kann. Das gibt es hier beim Fahrzeug leider nicht und hätte ich aber gern, einfach um da nochmal so ein bisschen eine Variabilität hineinzubekommen. Was es gibt, ist ein One-Pedal-Driving-Modus und der ist auch wirklich Gold wert, bringt euch bis zum Stillstand und macht so das Fahren gerade im städtischen Verkehr sehr, sehr angenehm. Irgendwann müsst ihr das Auto dann auch einmal laden und zugegebenermaßen gehört das vielleicht nicht zur Elite-Disziplin des XC40. Er kann zwar mit bis zu 150 kW Ladeleistung laden, das aber nur im Peak, und jetzt mal weg von der ganzen Technik, bedeutet das für euch, wenn ihr das Auto mit so ca. 20% ansteckt, bis ihr wieder auf 80% seid, was man ja so im Mittel eigentlich lädt, um dann eben auf Langstrecke weiterfahren zu können, benötigt ihr 35 Minuten und das ist schon eine Hausnummer. Mittlerweile gibt es ja genügend Fahrzeuge, die das auch deutlich in unter 30 Minuten schaffen, aber okay, dafür habt ihr hier natürlich auch einen relativ großen Akku. Dazu entsperre ich einmal hier die Säule mit der einfach Stromladenkarte von der MeinGo Energie. Wenn ihr auch darüber laden wollt, dann schaut mal unten in der Infobeschreibung vorbei. Da könnt ihr an Hyperchargern, nicht an Ionity, aber an anderen, ab 40 Cent die Kilowattstunde laden. Ich nehme jetzt hier mal den Stecker und zwänge mich hier einmal durch, denn der Ladeport ist hier drüben. Einmal hier hinten öffnen, den Adapter rausnehmen und dann anstecken. So. Und schon kann das Ganze losladen. Wie gesagt, die Ladeleistung ist nicht immer konstant und je voller der Akku wird, desto langsamer lädt das Fahrzeug dann auch. So, wenn ihr mich jetzt hier wieder sehen könnt, dann kann ich euch noch sagen, zum einen, da hinten steht weiß leuchtend wahrscheinlich im Kamerabild der VW ID.4 und mit dem vergleichen wir hier den XC40. Wenn das Video schon online ist, verlinke ich es mal da oben. Wenn nicht, solltet ihr jetzt unbedingt ein Abo hinterlassen, um das da eben nicht zu verpassen. Ist auch ganz interessant, denn in einigen Punkten schlägt der hier den ID.4, obwohl er überhaupt nicht auf einer E-Plattform basiert. Zum Laden allgemein war es das jetzt aber. Wie gesagt, ungefähr 35 Minuten. Das kann für euch ja ziemlich interessant sein, einfach, dass ihr wisst, wie lange ihr damit zu rechnen habt, wenn ihr auf Langstrecke unterwegs seid. Wir gucken jetzt aber mal noch zum öffentlichen Laden bzw. zum Laden zu Hause. Denn egal, ob wie hier jetzt bei mir zu Hause beispielsweise mit einem Energy Kick, einer mobilen Wallbox, wo ihr beispielsweise über einen, ja, einen Drehstromadapter zu Hause mit bis zu 11 kW laden könntet oder öffentlich irgendwo, ja, am Straßenrand das Auto anzustecken, ihr könnt hier dreiphasig mit 11 kW laden. Das bedeutet, ihr seid in ungefähr 7 Stunden wieder voll. Das ist natürlich jetzt nicht die schnellste Zeit, aber reicht im Alltag oftmals. Ich lade hier beispielsweise zu Hause nicht mal mit dieser roten Dose, sondern mit einer Schuko-Steckdose und kann deswegen gerade einmal mit 3 kW das Auto laden. Da würde das, wenn man es jetzt mal hochrechnet, über 2 Tage dauern, bis es voll wäre. Aber das muss es ja nie, denn im Alltag reicht es, wenn man ein bisschen was nachlädt und dann seine Spots hat, wie beispielsweise der Einkaufsladen oder eben auch die Arbeit, wo ihr laden könnt. Und wenn ihr diese Spots nutzt, dann ist es vollkommen okay, dieses Fahrzeug da zu laden. So viel jetzt hier zur Ladethematik und ich würde auch gleich übergehen ins Fazit. Denn der Volvo XC40 hat mich wirklich überrascht. Obwohl es ein Fahrzeug ist, was auf einer Verbrenner- bzw. Mischplattform basiert, ist es ein wirklich vernünftiges Produkt. Er macht Spaß, er hat Fahrleistung und er hat gewisse E-Auto-Features, die man so eigentlich gar nicht erwartet hätte. Der Frunk hat mich überzeugt und das Gesamtprodukt ist wirklich cool. Ich persönlich mag die Farbe sehr und bin sehr gespannt, was ihr davon sagt. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.